Der neue BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck dachte in frühen Jahren ans Aufhören. Das gab der 22-Jährige jetzt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung preis. Als Schlotterbeck in der U15 der Stuttgarter Kickers war, hatte ich keine so schöne Zeit. Ich habe selten gespielt und bin auch nicht in die U16 übernommen worden. Da kamen schon so Gedanken, was mache ich jetzt, höre ich auf? War der ganze Aufwand umsonst? Der Nationalspieler ergänzte, aus heutiger Sicht kamen die Zweifel vielleicht genau zur richtigen Zeit. Irgendwas hat damals bei mir Klick gemacht. Meine Reaktion war, euch zeige ich's jetzt. Danach ging's eigentlich nur noch bergauf. Über die Stuttgarter Kickers und den Karlsruher SC kam er schließlich zum SC Freiburg, wo er gerade in der letzten Saison für Aufsehen sorgte, ehe er vor dieser Spielzeit zum BVB wechselte. Robert Lewandowski ist beim FC Bayern inzwischen längst Geschichte und das ist für beide Parteien das Beste, meint zumindest Ex-Bayern-Star Giovane Elber. Der Brasilianer sieht im Lewandowski-Abgang insgesamt eine positive Entwicklung im Team der Münchner. Ich glaube, die Mannschaft fühlt sich ohne Lewandowski befreit. Sie spielt ihren Fußball. Jeder weiß, was er machen muss, um erfolgreich zu sein, erklärt er im Interview mit t-online.de. Das Spiel sei für die Gegner unberechenbarer geworden, da sie sich nun nicht mehr ausschließlich auf Lewandowski konzentrieren können. Wir haben Mané, Gnabry, Musiala, Müller, Joshua Kimmich, der immer nach vorne geht, Kingsley Coman kommt jetzt auch noch zurück, nennt Elber die Spieler, die die anderen Teams nun im Auge haben müssen. Für Bayern war es besser, dass er weggegangen ist und für ihn auch, sagte Elber. Das kommt dann doch ein bisschen überraschend. BVB-Kapitän Marco Reus hat verraten, dass ausgerechnet Mario Götze sein bisher bester Mitspieler war. Als ich damals nach Dortmund gekommen bin, war Mario Götze das Ausnahmetalent. Der war unfassbar damals. Das war unglaublich und jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat von ihm geschwärmt, sagte der 33-Jährige im OMR-Podcast. Marco Reus war 2012 von Borussia Mönchengladbach für 17 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, dem damals amtierenden Meister, gewechselt und hat Götze in dessen erfolgreichster Zeit als Profifußballer erlebt. Nach dem Wechsel zu den Bayern und der Weltmeisterschaft 2014 konnte Mario Götze aber nie wieder an diese Leistungen anknüpfen. Nach mehreren Spielen auf der Bank, einer 2017 diagnostizierten Stoffwechselerkrankung und anschließendem Rückzug wechselte Götze letztendlich 2020 zur PSV Eindhoven. Vor dieser Spielzeit wechselte er zurück in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt.